etwas zur Nutzung von Knowledge Graphen, Publikationslisten erzählen. Ich bin sehr gespannt darauf, weil, glaube ich, ein Teil meiner alten Diplomarbeit nachgenutzt wird hier. Ich habe damals zu Repositorien und Linked Data geschrieben und einen ersten Linked Data Export in DSpace eingebaut. Wir hatten jetzt zwei recht bibliografische Themen. Wir kommen zu einem technischen Thema, wage ich mal vorherzusagen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ist bei dem Ich freue mich, dass wir Mikrospiel dann zusammengestiftet und beide das mal digital zugeschaltet, also mal zuhören und jetzt können wir uns mal einen Beitrag leisten. Ja, was jetzt heute, wir wollten dann über Publikationslisten reden und das in Bezug zu Knowledge Graphen, mit denen wir die Daten ziehen. Aber bevor ich darauf eingehe, würde ich das mal in den Kontext ziehen. Was sowohl mein Kollege als auch ich, das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Informatik, angestellt eigentlich in Infrastrukturprojekten an Sonderforschungsbereichen. Also wir haben eigentlich eher mit Forschungsdatenmanagement zu tun, nicht mit Bibliografien. Aber der Unterschied ist ja eigentlich, manche würden bestimmt sagen, sie haben Raum sehr groß. Ich würde sagen, das sind einige Parallelen, die wir jetzt schon, auf die wir gestoßen sind. Ja, die wir dann so ausnutzen konnten. Hier konnten wir ziemlich viel übertragen an Wissen, was wir bereits in den Forschungsdatenmanagement uns angeeignet haben. Ja, also wie kommen wir jetzt eigentlich zu DSpace? An der TU Chemnitz läuft aktuell ein ziemlich großes Konzept, das in Umsetzung ist, zur digitalen Transformation. Und neben dem Forschungsdatenmanagement, das da aktuell aufgebaut wird von einem Repositorium, wird auch aktuell angestrebt, die Bibliografie und ein Repositorium aufzubauen. So, da gibt es Altsysteme, einmal das eins basiert auf Opus, das ist die Bibliografie. Und nochmal eins für die Volltexte, Cucosa. Ich denke, da wissen ja hier bestimmt einige, was mit anzufangen. Ja, und das System, das heißt TUC-BIP, ist derzeit, wie gesagt, noch in Entwicklung, basiert auf DSpace Chris, ich glaube, 2022.03 ist es, also das, auf DSpace 7.3 die Version noch, wird bald hochgezogen natürlich. Anzumerken ist hier vielleicht noch, wir haben Publikationen vorgesehen, die wir darin indexieren wollen, keine Projekte. Also das TUC-BIP soll kein FIS sein bei uns. Dafür haben wir wieder ein separates System, da soll noch eine Anbindung stattfinden. Das ist Vivo, Entschuldigung, so auch ein Dürer-Assist-System. Ja, so viel zum Kontext, zu den Publikationslisten. Warum machen wir überhaupt, was wir machen. Hintergrund ist folgender: Es ist von verschiedenen Professuren und auch Projekten immer wieder der Wunsch geäußert worden, nicht gegenüber uns, sondern gegenüber der Universitätsbibliothek, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, mittels von einem Skript, irgendeinem Teil in Form von Code, Publikationslisten automatisch zu erzeugen auf den jeweiligen Websites. Natürlich will man hier dann auch unterschiedliche Zitierstile, die man unterstützen können soll. Also in der Forschungsbereich gibt es da ja sehr viel diverse, APA und IEEE hier nur als Beispiel genannt. Und das Ganze soll natürlich mit einem möglichst geringen Wartungsaufwand, also vor allem Pflegeaufwand der Website verbunden sein. Also wenn ich jetzt als Professor, Mitarbeiter, Sekretär eine neue Publikation melde an die Universitätsbibliothek, dann ist verständlicherweise vielleicht die Einsicht gering, warum ich das dann jetzt nochmal in ein separates Zweitsystem einbetten muss, nur damit das dann auf meiner Website angezeigt wird. Weil die Daten, die liegen ja schon im DSpace. Also wie können wir die wieder verwenden? Ja, unser Konzept auf dem höchsten Level ist eigentlich eine Kombination aus zwei Technologien. Einerseits Linked Data oder Linked Open Data und auf der anderen Seite Web Components. Das ist eine Sammlung von ja, HTML5 Standards. Zuerst zum ersten Teil. Ich weiß nicht, wie weit verbreitet hier Wissen über Linked Data ist. Es gibt ja im DSpace das Modul. Ich weiß nicht, wie breit das verwendet ist. Deswegen würde ich jetzt nochmal ganz kurz in a nutshell, also in einer Nussschale, kurz darauf eingehen, was Linked Data überhaupt ist. Die Idee ist eigentlich, dass wir unsere Daten in einer Tripelform darstellen. Also wir gehen weg von Datenbanken, relationalen Datenbanken, wo wir Tabellen haben, wo ein Datensatz quasi ein Eintrag in einer Reihe ist oder in einer Zeile. Stattdessen haben wir jetzt ein Tripel. Dieses Tripel besteht aus einem Subjekt, Prädikat und Objekt.
Ja, das Subjekt kann man sich vorstellen wie eine Ressource. In DSpace ist das halt meistens eine Publikation oder wenn man auch Projekte drin hat, dann sind das auch Projekte. Also das, was in DSpace Entitäten genannt wird, sind die Dinge, die ja beschrieben werden. In dem Triebbild wäre das dann halt das Subjekt. Genau. Das Prädikat ist quasi das Attribut oder die Eigenschaft, für die wir den Wert angeben wollen, dieser Ressource, also der Publikation. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Autorenrelation sein. Also das Objekt wäre dann der Autor und die Ressource oder das Subjekt wäre die Publikation. Genau. Eine weitere Besonderheit davon ist, dass alle Teile von diesem Triple durch eine URI identifiziert werden, also Uniform Resource Identifier, ist ja in. Oh, hier möchte ein Software-Update durchgeführt werden. Moment. Ich klicke das mal kurz weg. Ja. Genau. Genau, also wir nutzen Identifier für sowohl Subjekt, Prädikat und Objekt. Es gibt hier nur einen Ausnahmefall und zwar, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Wert habe, einen konkreten, zum Beispiel ein Veröffentlichungsdatum, dann kann ich da ja schlecht eine URI für angeben. Deswegen hat man in dem Fall dann halt ein Literal. Das ist der Begriff bei Linked Data für Werte. Genau, und das kann natürlich neben einem Datum auch ein String oder ein Integer sein, also beliebige, einfache Datentypen. So. Jetzt kommen wir zu der Publikation. Also wie kriegen wir jetzt unsere relationalen Daten in Linked Data? Also links ist die erweiterte Metadatenansicht, mit der sicherlich hier alle vertraut sind, beispielhaft an einer Publikation. Und rechts ist quasi da, wo wir hinwollen. Also wir haben ganz oben einmal die URI. Das ist das Handle einer Publikation. Bei uns ist die am Ende immer so aufgebaut, dass sie Opus minus eine ID hat, weil uns als System halt Opus ist und wir dadurch ein einfaches Mapping hatten. Genau. Alle Pfeile unten drunter sind quasi jeweils ein Triple. Also rel is author of publication. Vielleicht haben es einige schon wiedererkannt. Das ist das Relation-Schema aus DSpace, das da standardmäßig drin vorkommt. Und drunter dann issued aus dem Dublin Core Terms-Schema und die anderen Begriffe. Genau, ich würde jetzt da gar nicht weiter drauf eingehen, nur das untere würde ich noch einmal hervorheben wollen. Das ist diese is-part-of-Relation. Da haben wir wirklich ein Objekt, das ein URI ist. Und zwar ist das die Beziehung zwischen Publikation und Collection. Kommt natürlich darauf an, wie man jetzt sein DSpace aufbaut. Bei uns ist es so, dass jede Struktureinheit, sprich meistens sind das dann die Professuren, eine Collection sind und darin alle Publikationen sind. Und das nutzen wir später aus, um die Abfrage über Linked Data mittels Sparkle, also das ist die Abfragesprache in Linked Data, zu nutzen, um halt anhand der Collection URI alle Publikationen einer Professur zu bekommen. So, wie kommen wir dahin? Das ist natürlich nicht nur Magie, die da passiert, sondern da gibt es von DSpace oder in DSpace integriert schon seit längerer Zeit. Ich glaube, zu einem großen Bestandteil von Herrn Pascal Becker implementiert, den ADFizer. Und die meisten Metadatenfelder, die standardmäßig in DSpace sind, die werden auch schon gemappt. Das heißt, für uns wäre das jetzt gar kein großer Aufwand, außer wir machen große Änderungen am Schema oder fügen ein neues Schema hinzu. Dann muss man natürlich eigene Mapping-Regeln erstellen. Das hatten wir versprochen, dass wir auch auf die technischen Details eingehen. Und zwar, das kommt jetzt. Dazu gibt es die Metadata ADF Mapping-Datei, die liegt unter Config Modules ADF. Man erkennt hier schon wieder die Triebelstruktur, die hier in Zeilen 65 bis 67 zu sehen sind. Also das Subjekt ist die DSpace Object ARI. Das ist dann die Handle von der Publikation, die aufgefüllt wird. Was man da jetzt ändern muss, ist vor allem für diese Predicate-Relation. Wenn man ein eigenes Schema hat, muss man für alle eigenen Metadatenfeldern, die man erstellt hat, auch eine neue Mapping-Regel erstellen. Genau, und angewandt auf das, was wir links unten sehen in dieser Metadatenansicht, den ersten Autor, würde dann das Triple auf der rechten Seite erzeugt werden. Genau, das wäre erstmal der Teil zu den Daten. Die Daten werden über den ADFizer dann in eine Graph-Datenbank geschrieben. Und jetzt geht es weiter mit der Darstellung der ganzen Daten. Das übernimmt mein Kollege.
Okay, ja, danke schön, Christoph, für die Überleitung. Nun haben wir die ganzen Daten also in der Graph-Datenbank und jetzt wollen zum Beispiel Forschende natürlich diese Daten auch für sich nutzen. Also sie wollen jetzt ihre Publikationen auf ihrer Seite anzeigen oder auf der Professur-Webseite oder Fakultätsseite. Das ist eigentlich gar nicht wichtig, auf welcher Seite. Jedenfalls müssen sie irgendwie angezeigt werden im Browser dann schlussendlich. Und um das jetzt zu tun, ohne weitere Einstellungen und ja, Bibliotheken, müssen sich jetzt die Endnutzerentwickler dann eben darum kümmern, erstmal Sparkle-Queries auszuführen. Also hier muss man ja, sich mit Sparkle auskennen, weil das natürlich die Schnittstelle ist, um aus der Graphendatenbank Daten überhaupt runterzuziehen. Und dann natürlich müssen die Entwickler sich mit Ontologien beschäftigen, weitergehend. Dann, um überhaupt irgendwas in den Browser zu rendern, muss irgendwas in HTML programmiert werden, CSS und JavaScript, ja, um dynamische Verhalten hinzuzufügen. Natürlich ist es auch wichtig, das Corporate Design einzuhalten. Das ist nicht immer ganz so leicht. Und da kommen noch ganz viele andere Dinge hinzu. Aber eigentlich diese ganzen Dinge, da will sich ja eigentlich niemand damit rumschlagen. Ja? Ich will ja eigentlich nur meine Publikationslisten auf der Webseite dann haben. Ich will nicht irgendwie groß ja, HTML noch zum Fachmann werden. Dann ist da natürlich die Idee, okay, was machen wir also? Natürlich, wir schreiben Bibliotheken, Serverbibliotheken und die kann man wiederverwenden. Das ist so die erste Idee, die vielleicht auftritt. Das heißt, wir zum Beispiel bieten wir ein Django-Framework an, das dann eben die Publikationslisten rendert. Aber es zeigt sich, dass das eben diese Idee überhaupt nicht in keinster Weise skaliert, denn es gibt natürlich unterschiedliche Programmiersprachen und verschiedene Fakultäten, verschiedene Universitäten verwenden dann auch unterschiedliche Frameworks. Das heißt, wir müssten theoretisch für all diese Frameworks, all diese Programmiersprachen wiederverwendbare Module schreiben, was den Verwaltungsaufwand natürlich extrem nach oben in die Höhe treibt. Also haben wir uns an unserer Professur damit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, eigentlich können wir doch zurückgreifen auf schon vorhandene Technologien, die im Browser standardisiert sind und die dann eben nur clientseitig sind, wo wir dann also nicht auf backendseitige Technologien zurückgreifen müssen, sondern eben dann auf dem Client dann alles dort rendern und die Daten dort herziehen. Und die Idee war, dass wir hier so Micro-Frontends implementieren mit Web-Components. Dazu komme ich gleich. Zuerst ganz kurz, was sind überhaupt Micro-Frontends? Also ich glaube, das Beispiel hier zeigt es ganz deutlich. Das ist nämlich hier, was man hier sieht, sind Tweets. Das ist von X bereitgestellt. Diese Tweets können auf anderen Webseiten eingebettet werden, die nicht unbedingt mit X zu tun haben. Jedenfalls da, ja. Genauso ist es zum Beispiel in YouTube-Videos, können auch irgendwo eingebettet werden, in anderen Websites, die nicht auf YouTube selber liegen. Und das sind im Grunde genommen Micro-Frontends, das heißt wirklich kleine Komponenten, die eine einzige Nutzerschnittstelle haben, die eine Funktionalität besitzen, also beispielsweise hier in diesem Fall eben das Rendern von dem Tweet oder das Rendern von der Publikationsliste. Und sie müssen nicht unbedingt von demselben Server kommen, können von fremden, ja, Servern kommen. Und natürlich, sie sind wiederverwendbar, weil sie ganz einfach einzubinden sind in den HTML-Quelltext dann. Und unser Ansatz besteht dann eben, also es gibt natürlich viele Ideen, wie man Micro-Frontends dann implementieren kann. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir Web-Components verwenden. Und Web-Components ist, wie schon gesagt, ein Sammelbegriff für verschiedene standardisierte Technologien. Da müsste eigentlich noch ein N stehen. Jedenfalls, es sind mehrere Technologien
Und im Grunde genommen erlauben sie dem User dieser Technologie, ein neues HTML-Element zu definieren. In dieses HTML-Element, also man kennt das vielleicht div, ja, man kennt span, man kennt verschiedene andere Elemente. Und wir definieren eben hier ein neues, komme ich gleich drauf. Und dieses neue Element kapselt dann verschiedene Funktionalitäten, also durch JavaScript, durch das Layout und das Styling, durch HTML und CSS. Und es besteht hierin eigentlich kein Aufwand im Backend, nur es muss nur die Bibliothek im Frontend eingebunden werden und dann auch dort verwendet werden. Es ist sehr, sehr, also in dem Sinne sehr einfach. Okay, jetzt komme ich zu einem Beispiel, wie das jetzt auch ungefähr bei uns ausschaut. Ja, Web Components, wie gesagt, die Technologien sind erstmal standardisiert und das bedeutet, wir schreiben dann für also eine Publikation, ein Publication List Element hier, HTML-Element, das ist hier bei uns, verwenden wir hierzu die Svelte-Bibliothek, die das einfacher macht, solche Web Components eben dann zu implementieren. Und ja, das heißt, nach der Implementierung dieser Web Component muss die irgendwo gehostet werden, wo man sich die dann sozusagen runterladen kann. Das heißt, wir publizieren die dann auf einem Auslieferungsserver und auf diesem Auslieferungsserver liegen dann die ganzen neuen HTML, also die Web Components. Und dann kann von irgendeinem beliebigen Server, der vielleicht auf derselben Domain ist, das kann man natürlich einstellen, kann dann hier erstmal, wie man hier sieht, diese gelbe Box, die erste gelbe Box, definiert dann die Einbindung dieser Web-Komponente, die, also zum Beispiel Publication List. Und dann sehen wir in der zweiten gelben Box ist dann ersichtlich, dass hier dann dieses HTML-Element eingebettet wird. Und Tupfis List ist dann das ist der Name dieses HTML-Elements, des neuen, das dann die ganze Publikationsliste kapselt. Und hier sieht man, das Interface ist sehr einfach gehalten. Also wir haben nur einen Typen, der hier angegeben wird, also in diesem Fall Type Publications, das eben die Liste der Publikationen geändert wird und dann wird noch eine Organizational Unit angegeben, das heißt also die Organisationseinheit innerhalb der Universität oder innerhalb der Institution und in diesem Fall eben 426. Dann wird die Liste eben, genau, und dann, wie es dann passiert, wie die Daten dann runtergeladen werden, das zeige ich dann gleich. Jedenfalls, wenn dann jemand auf den Quellcode zugreift oder auf jeden Fall auf die Webseite, von dem Server hier bereitgestellt wird, passiert dann Folgendes. Der Client holt sich dann von diesem Auslieferungsserver durch die Definition in der ersten gelben Box, holt er sich die Web-Komponente runter, also dieses gebundelte, JS und die Style CSS. Und genau, dann, was dann noch passiert, ist Folgendes, nämlich dann haben wir in einem Client, in der Webkomponente eben erstmal die Webkomponente wird aufgebaut. Natürlich fehlen jetzt noch die Daten. Das heißt, jetzt greifen wir vollkommen automatisiert über eine Sparkle-Abfrage auf die Graphendatenbank zu, die wir dann befüllt haben durch den RDF-ISER. Und dann nach dieser Abfrage der Daten erhalten wir dann die eigentlichen Daten im Client, in der Webkomponente. Und die kümmert sich dann auch durch die Definition der Struktur und des Layoutings, des Stylings, dann eben um das Rendering, was man hier sieht. Ne? Wo dann die, genau, und dann ist es auch möglich, zum Beispiel Zitierungen, weitere Funktionalität hinzuzufügen, wie beispielsweise Site. So eine Site-Funktionalität, wo man draufklicken kann und dann die Zitierung kopieren kann. Und das befindet sich alles im Aufbau im Moment noch. Also es fehlen noch viele, viele Dinge. Aber ich glaube, das hat gezeigt, wie genau man das einbindet. Das heißt, kurz zusammengefasst,
Wir kamen also von DSpace auf die Graphendatenbank und dann auf eine fremde, DSpace-fremde, sagen wir, DSpace-fremde Professur-Webseite oder Institutions-Webseite, die dann nur im Frontend gerendert wird. Ja, also das wäre dann auch schon der Vortrag. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit oder für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön.